Ja, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Minecraft. Der Michel ist wieder neben mir. Hallo. Und ja, nachdem ich ja die letzten Folgen endlich den Tunnel fertig gemacht habe, zumindest so, dass ich erstmal mit leben kann und damit zufrieden bin, vorübergehend, bevor er richtig dekoriert wird. Haha. Ja, du hast dein Haus eingerichtet, glaube ich, ne? Ich habe mein Haus eingerichtet, ja. Jetzt haben wir mal, was hier passiert ist. Tische! Yeah, endlich können wir uns hinsetzen zum Essen. Ja, ihr müsst verstehen, Herr Björn, ja, wie es halt bei Frauen so ist und sowas, muss ich halt in den Aufnahmepausen mal nachschminken und sowas. Und dann, ja, habe ich halt die Zeit genommen und habe mal Eine mein Häuschen Uhr. eingerichtet. Eine Uhr. Was ist das hier? Ein Baum. Das hat keine Funktion, okay. Ein Baum. Ach so. Dekorationer. Eine Abstellkammer, okay. Und in der Küche, da wirst du ja Platz nehmen dann halt später, ne? Also du bist ja hier die Frau im Haus von Habe uns ich nicht gerade beiden. gesagt, dass Ja, du dich immer nachschminken musst? ich schmink mich ja nur, damit ich, weißt du, auch gibt ja auch Männer, die sich schminken, weißt du? Das ist ja. Ja, schwule Männer. Das hast du gesagt. Ja, meinetwegen. So, Ich stehe dazu. ich werde jetzt mal mein Inventar leeren gehen, unten im Lager. Dafür brauche ich wahrscheinlich wieder Stunden, weil ich hier nicht weiß, wo alles reinkommt. Ja, dafür gibt es ja Schilder. Ja, dafür gibt es Schäler, immer dieser Klugscheißer hier, weißt du? Sag mir nicht, du hast eine Leseschwäche hier. Nee, aber. Du weißt ja, wenn man das eigene Lager so hat, weißt du, das ist, also, ich muss mich an dein Lagersystem erstmal hier gewöhnen, weißt du, das ist so. Jetzt kommen die Ausreden, ne? Ja, ist so. So. Holzsachen. Zäune weg. Brauche ich jetzt auch nicht gerade. Lass mich raten. Das verschiedene Holzkisten nicht. Für bestimmt Holz kommt einfach bei Holz rein, ja, okay. Egal, wie du es vor 3 Folgen schon gefragt hast, ne? Sowas, wenn ich was falsch mache, tust du es halt Ja, einfach umsortieren. Das ist das das ist kein halt. Problem. Ich habe sowieso dadurch, dass ich ja immer dieses, sag schon, Dingsbums hab da Inventory Tweaks, räume ich die sowieso immer hinterher, wenn du Kisten befüllt hast. Na dann. Kann ich ja Unordnung machen. Andere Stein hier auch, Mann. Ja, So, das wäre Stein will natürlich der ich. Vorteil Ja, fangen wir ja nicht damit an. von einem Minecraft Modpack. Dann könnte man so ein komplett automatisches Lagersystem bauen. Ach so, und dann schmeißt du einfach alles noch rein, dann wird das automatisch sortiert oder was? Ja, genau. Und wenn du irgendwas haben willst, gehst du an den Computer, sagst, was du haben willst, und dann liefert der dir die in bestimmten Ressourcenmengen an und sowas. Du kannst, Okay. es ist ganz lustig, wenn du zum Beispiel Treppen willst, dann kannst du das so einrichten, dass der dir dann nicht die Ressourcen gibt zum Treppencraften, sondern dass der dir Treppen craftet. Also Lust hätte ich da ja auch schon mal wieder zu. Vor allem muss man dafür gar nicht viel machen. Das wäre für alles über einen komplett eigenen Launcher und sowas. Hier, Feuerstein, Buff. Wo kommt denn Ton rein? Bei Ton oder Lehm. Muss mal schauen. Leben, okay. Was habe ich jetzt noch? Die Eisentür kommt wahrscheinlich bei Eisensachen rein. Wo hast du Eisensachen? Eisen. Eisen, ja, aber hast du auch andere Eisensachen? Ganz links. Eisentür, also das kann ich jetzt erstmal behalten. Fuck off. So, ich werde jetzt nämlich ein bisschen wandern und die Vorderwand so für die Tiere. Unsere Tierfarm ist noch quasi am Poppen. Aber ich Ja. besorge uns jetzt einfach schon mal Kuhfleisch, also Leder und sowas halt von wilden Kühen und Tieren und Fleisch und so, weißt du? Hört sich sehr gut an. Und wir da erstmal ausgesorgt haben. Ich bringe einfach alles an Tiere um, was ich sehen werde. Das klingt sehr Das gemein, ich weiß, aber nicht ich bin schlimm, halt kein Vegetarier. wir haben ja die ganzen Sachen daheim, die wir vermehren wollen. Was Dann ist können wir das ja kurz jetzt? auf die Kiestruhe da. 21 wird nicht reichen, dann besorge ich mir gleich noch was. Natürlich nicht so clever ist, wenn ich weit weglaufe, soll ich natürlich auf die Zeit achten, ne? Wenn es wieder dunkel wird.
Solltest du oder dein Bett mitnehmen, das geht natürlich auch. Kann mein Bett mitnehmen, okay. Klingt clever. Da ich noch nicht weit weg bin, mache ich das. Aber erst nehme ich die Kuh hier noch mit. Ah, die ist ein Schaf, aber egal. Braune Schafe sind aus wie Kühe. Bunny hoppen zum Haus zurück. So. Bettchen, komm her. Oder wollen wir mal ein bisschen Kies holen gehen? Aus der Höhle oder gehst du tauchen? Nö, am Ufer liegt hier ganz viel. Macht das sich wieder leicht hier, weißt du? Ja, sicher. Oh, mich penetriert hier die ganze Zeit eine Mücke. Das ist so nervig. Gamer hat wieder Tiere bei sich zu Hause. Was ist mit deinem komischen Brüllding, was du gerade eben hattest? Hast du es umgebracht oder? Nee, es ist irgendwie ruhig. Es ist ruhig. Ja. Mit dem Brüllding meint er übrigens ein Brummer, also eine Ein Brummer, genau. groß geratene Fliege. Die hat Gamer gerade eben vor der Aufnahme sehr genervt. Ja, war ein bisschen nervig, wenn man die ganze Zeit brummen hört. Ich fand es sehr amüsant. Generell Fliegen sind nervig. Und Mücken. Ja, Gerade wenn man schlafen Mücken will. hasse ich auch, also. Wenn man irgendwie weiß, man ist total müde im Bett und dann hörst du nur dieses. Du weißt, sie fängt an zu saugen, weil sie bewegt sich nur. Das ist einfach nur nervig. Wenn ich übrigens abends mal hier an die Katzen gibt es ja nur im Dschungel, ne? Genau. Ey, Schweine, wir haben hier so viele Schweine. Ich will aber eigentlich Kühe. Ich suche Leder. Weil ich dann später unser Zauberhäuschen bauen möchte. Und dafür brauchen wir ganz viele Bücherregale. Und für Bücherregale brauchen wir Bücher und für Bücher brauchen wir Leder. Ein Teufelskreis. Das ist wahr, ja. Drei Leder haben wir aktuell. Warum stehen hier Creeper? Am helligen Tag? Aber sind wahrscheinlich noch von der Nacht. Hier sind sogar welche Creeper-Explosionslöcher, Alter. Aber die Nacht ist so lange her. Ich meine, die war doch gar nicht. Ich meine, wahrscheinlich war ich nochmal zum Chunk hier. Aber egal. Dann sind die noch vom alten, als wir damals waren. Wo Schnee ist, finde ich wahrscheinlich keine Kühe, ne? Ja, muss doch, also kann schon. Echt? Ah, Okay. klar. Also an Schweine werden wir nicht verhungern. Also. Okay. Wie viele Schweine ich schon auf dem Weg jetzt hier hatte. Naja, immerhin daran nicht. Isst du denn lieber Schweine oder isst du lieber Rind in Real Life? Real life? Ja. Das trifft sich ganz gut, weil wir haben heute Nachmittag erst gegrillt gehabt. Ich liebe Grillen. Ja, normalerweise haben wir dann ganz, ganz, ganz viel verschiedenes Fleisch und sowas dabei. Aber wir hatten heute eigentlich eher so ein Restegrill gemacht, weil wir mal eine größere Feier hatten. Davon haben wir noch ganz viel Würstchen und halt ja, gewöhnliche Steaks noch gehabt. Aber es ist halt unterschiedlich. Also ich bin eher so ein Mensch beim Grillen. Ich liebe den Geschmack von normalen Steaks. Aber was ich einfach nicht hasse, was ich einfach nicht hasse, was ich einfach nicht mag und was mir auch tatsächlich dann den Hunger verderben kann, ist, wenn ja, in so normalen Steaks, die du grillst, hast du ja ganz oft so ein bisschen, ich nenne es jetzt ja Knorpel oder sowas da drin. Also guten Steaks nicht, also. Also, ja, keine Ahnung, da gibst du dann wahrscheinlich aber auch irgendwie ein bisschen zu viel aus. Meistens meine Eltern dann. Also, wenn es so richtig, richtig geile Sachen gibt, so Filet und so halt, Ja, weißt du, das so. ist, ich weiß nicht, ob es Knorpel, auf jeden Fall halt, keine Ahnung, weiches, ekliges Zeugs. Das ist einfach eklig im Mund. Von daher tendiere ich beim Grillen eher so auf diverses anderes Fleisch, wo du das nicht hast. Und ja, ansonsten, boah, eigentlich das, was es gibt, esse ich. Okay. Es wird gerade dunkel, von daher wäre schön, wenn ich mal kurz mein Bett aufbauen würde und dann Ja, kann man machen, lege sobald ich mich die hier mitten Sonne auf dem unten Berg ist. hier auf dem zum Schlafen. Auf dem Berg. Man gönnt sich ja sonst nichts. Gehe ich da hinten noch und sage, das ist nicht in der Gegend. Ach ja, ich bin glaube ich schon ziemlich weit weg mittlerweile.
So, mach mal Bett mal auf, so. Kann mich noch nicht schlafen legen. In der Zeit tue ich mal ein paar Kürbisse hier einsammeln. Hier sind nämlich ganz viele davon. Ja, ich mache währenddessen mal ein paar Screenshots. Oh, ich liege im Bett. Alles gleichen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ah, zum Glück war die Nacht ruhig auf dem Berg. Die Monster kamen hier nicht hoch. Also. Weißt du, Björn, nach unserem schönen Thema mit den Organspenden, ja? Oh, jetzt ist wieder ernst. Ja, und ich würde sogar fast sagen, also kommt drauf an, aber was jetzt kommt, finde ich persönlich eigentlich schon nervig. Nervig, okay. Ja. Und zwar ist das das Thema Flüchtlinge. Oh, ist jetzt aber ganz, ganz, ganz übel, wa? Ja, Okay. deswegen habe ich zu dir in der Aufnahmepause gesagt, so für mich, das nächste Thema wird noch sensibler. Okay. Ja, wenn ich mich einfach nur ganz grob zu äußern. Ja. Einfach auch nur aus dem Grund, weil ich einfach finde, dass man politische Themen ein bisschen raushalten sollte, halt, ja. Also ganz grob gesagt, Leute, die meinen, die müssen ihre Heimat verlassen, ja, und eine Heimat verlässt man nicht einfach so aus Spaß, ja, weil es einfach so, wenn es so beschissen ist, dass man seine Heimat verlässt und seine Familie verlässt oder sonst seine Familie mitnimmt und sagt dann mal, ich muss da weg. Ich kann die Leute verstehen und ich kann auch verstehen, dass sie je nach Deutschland kommen oder nach Europa kommen. Allgemein halt ist ja nicht nur Deutschland betroffen, sondern ist ja ganz Europa betroffen halt, ja. Weil wir es einfach hier ganz gut erwischt haben und ich habe da nichts gegen, also muss ich ganz klar sagen halt. Ich meine, klar, ich hätte jetzt auch nicht vielleicht gerade Lust, ein Flüchtlingslager direkt vor der Tür zu haben oder so halt, aber ich kann die Leute verstehen und ich finde, man sollte sie willkommen heißen und nicht irgendwie, ja, mit brennenden Fackeln quasi erwarten. Das kann ich gar nicht nachvollziehen und mit solchen Leuten möchte ich auch nichts zu tun haben. Also. Was hältst du von der, nennst jetzt mal Verordnung, oder wie man sowas auch immer nennt, dass Flüchtlinge demnächst so aufgeteilt werden nach der Wirtschaft im Land, ob die Flüchtlinge irgendwie ja, fähig sind zu arbeiten und sowas, dass das letzten Endes so läuft, dass gerade wir in Deutschland weniger Flüchtlinge aufnehmen müssen, also dass das halt wirklich ein bisschen geregelter läuft, dass wir nicht allen den Arm zustrecken, sondern ja, dass es halt wirklich so ein bisschen nach gewählten Muster abläuft. Also erstmal prinzipiell muss ich sagen, also Kriegsflüchtlinge habe ich, finde ich eh, da finde ich, da sollte man irgendwie gar nicht diskutieren. Da sollte man quasi einfach alle reinlassen, Anführungszeichen, weil wenn mein Land Krieg wäre, würde ich wahrscheinlich auch abhauen und wäre froh, wenn ich irgendwo aufgenommen werden würde. Ja, man muss sich einfach mal in die andere Lage versetzen. Bei Wirtschaftsflüchtlingen kann man sich vielleicht ein bisschen drüber streiten, wie hart die wirtschaftliche Krise wirklich in einem anderen Land ist oder sowas halt, ja. Aber prinzipiell bin ich halt einfach der Meinung, halt, ich meine, wir sollten weltoffen. Oh, hier sind Hunde. Ich Ich muss mich mal kurz rausdingsen, weil ich stehe im Tisch. Du stehst am Tisch. Ist mir auch schon passiert. Oh, hier sind Hunde. Wie kann ich nochmal anlocken und zu meinen Hunden machen? Knochen. Knochen. Ich habe natürlich keinen Knochen dabei. Scheiße. Aber prinzipiell sagst du, alle offen akzeptieren. Ja, definitiv halt. Also, ich meine, Okay. klar bringt das natürlich jetzt erstmal Probleme, weil gerade momentan auch so viele kommen oder sowas halt, aber. Auch da wird man Lösungen finden halt, ne? Also. Worauf ich aber eigentlich aus wollte, du hast ja direkt angefangen, so also wollte ich dich nicht unterbrechen. Worauf ich eigentlich ja, drauf sprechen kommen wollte. Thema Flüchtlinge kennt man ja, wird ja mittlerweile in der Schule und überall breitgetreten. Deswegen Ja, auch in den hab Medien halt, ne? Also ja, die, ich meine, es tut richtig. ja momentan, es wird ja auch viel mehr was heißt mehr aufgebaut, als es wirklich ist. Ich meine, klar, es kommen momentan viele Flüchtlinge sowas halt, aber was ich halt nicht gut finde, das Thema halt, egal, ob man jetzt dafür ist oder was dagegen ist, halt quasi da versuchen, einen persönlichen Vorteil rauszuziehen, weißt du, und eigene Werbung dadurch zu machen und sowas halt. Ich habe gerade irgendwie so eine Höhle entdeckt, unfassbar, weil ich reingefallen bin. Hilfe. Nee, deswegen hatte ich auch gesagt am Anfang, dass ich das Thema halt einfach schon nervig finde. Aber wie gesagt, worauf ich eigentlich drauf zu sprechen kommen wollte, ist ja, eigentlich ging ja um die Welt von Deutschland eher so das Bild, so wie du schon sagtest, dass wir sie mit brennenden Fackeln empfachen, ja. Wenn man jetzt aber mal so... Fichtenholz wolltest du nicht, ne? Doch, wollte ich, Wollte das ich? wollte Okay, ich, ja. habe ich gefunden. Alles klar, bring ein paar Setzlinge mit.
Mach ich. Wie gesagt, dass wir sie schlecht empfangen und sowas, ja, mit den abrennenden Asylheimen und so weiter. Aber